Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Jürgen Schuh. Ich spreche für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Montag für Montag schützt die Düsseldorfer Polizei mit einem ca. 1.000 bis 1.200 Personen umfassenden Aufgebot einer Zusammenrottung von maximal 50 bis 80 ausgewiesenen neofaschistischen Schlägern. Attackiert und festgenommen werden Antifaschistinnen, die sich diesem Mob in den Weg stellen. Deutsche Polizisten schützen die Faschisten oder montagsfrei für die Polizei, schallt mit Recht den vom Staat missbrauchten Beamten entgegen. Polizeipräsident Wessler sagt, es geht um den Schutz des hohen Rechtes der Versammlungsfreiheit. Dummes Zeug. Bei linken Demonstranten wird der Schutz des hohen Rechtes der Versammlungsfreiheit erfahrungsgemäß ganz anders bewertet. Jeder dieser Polizeieinsätze könnte von den geschätzten Kosten etwa 50 bis 100.000 Euro ausmachen und für eine solche Summe könnte jeweils eine Düsseldorfer Schule grundsaniert werden. Kann die Polizei, kann die Verwaltung, kann der Innenminister nun wirklich nichts anderes tun, als diese Neonazi-Zusammenrottungen zu schützen? Willy Brandt erklärte noch in seiner Rede vor dem Plenum der UNO zum Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu den Vereinten Nationen 1973, Zitat, das ausdrückliche Verbot von neonazistischen Organisationen und gleichfalls die Vorbeugung gegenüber neonazistischen Tendenzen folgen aus dem Grundgesetz mit der Wirkung, dass die von den Alliierten und deutschen Stellen erlassene Gesetzgebung zur Befreiung des deutschen Volkes von Nationalsozialismus und Militarismus weiterhin in Kraft ist. Mit anderen Worten, alle Nachfolge- oder Tarnorganisationen der NSDAP sind verboten, sind illegal und sind aufzulösen. Im Grundgesetz gab und gibt es immer noch den Artikel 139, der die Fortgeltung des Verbots der NSDAP betrifft. Dieses Artikels nahm sich Roman Herzog an. Er sagte, bei seinem Inkrafttreten fand das Grundgesetz eine beträchtliche Anzahl von alliierten und deutschen Rechtsvorschriften vor, die sich mit der sogenannten Entnazifizierung befassten. Damit sollte nach seiner Auffassung nun Schluss sein. Der spätere Bundespräsident Herzog verfügte in seinem Grundgesetzkommentar, mit dem Abschluss der sogenannten Entnazifizierung ist Artikel 139 obsolet, also überflüssig geworden. 1982 also verfügte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Roman Herzog die Entnazifizierung für abgeschlossen und die Deutsche Nationalzeitung konnte sie an der Spitze des höchsten deutschen Gerichtes keinen geeigneteren Fachmann als Professor Herzog vorstellen. Kein Politiker hat sich bisher getraut, an den Artikel 139 des Grundgesetzes Hand anzulegen. Die Drecksarbeit machte Bundespräsident Herzog. Damit hat er dem Deutschen Bundestag faktisch die wesentliche Möglichkeit entzogen, dem offenen Treiben neonazistischer Banden Einhalt zu gebieten. Der Dank der Neonazis dürfte ihm gewiss sein. Herr Herzog hat damit auch dem noch amtierenden Bundespolizeipräsidenten Wessler freie Hand gegeben, den Neonazis jeden Montag in Düsseldorf den Weg mit 1.000 Polizeibeamtinnen freizuräumen. Und der Frau Geilhausen von der Rheinischen Post die Argumente zu liefern, dass die Gegendemonstration, also gegen Dugida, von Extremisten des linken Lagers missbraucht wird. Das ist Originalton Rheinische Pest. In der Pressemitteilung der Neonazis heißt es dann auch wohlwollend, die Polizei ist in Düsseldorf zudem wesentlich kooperativer und freundlicher. Sie regelt den Zustrom der Teilnehmer am Hauptbahnhof Düsseldorf besser.
Das heißt, keine autonomen Störer befinden sich montags im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes und versperren Ausgänge. Weiter das Zitat der Neonazis: Die Polizei duldet dort keinen Spießrutenlauf für bürgerliche Teilnehmer unserer Kundgebung. In Düsseldorf trifft sich nicht nur der neonazistische Mob. Hier trifft sich auch die konservative Mitte. Im bürgerlichen Parteienspektrum sind ernsthafte Konsequenzen nach wie vor zu vermissen. Der CDU-Sozialexperte Jens Spahn behauptet, aber es nervt, wenn SPD und Grüne jeden kleinen Kontakt zur AfD skandalisieren. Die Kolumne von Reinhold Michels in der RP vom 19. Dezember gegen Bundesjustizminister Heiko Maas stimmt mehr als bedenklich. Zitat: Eine Schande für das Land ist schon eher ein Verfassungsminister, der friedliche, verfassungskonforme Demonstrationen ohne Steinewerfer für schandbar hält. Der Mann war wahrscheinlich auf verkehrten Veranstaltungen. Dem sächsischen Innenminister Markus Ulbich ist entschieden zu widersprechen, wenn er angesichts dieser neonazistischen Zusammenrottung erklärt: Ich halte es für gefährlich, wenn hier die üblichen Antifa-Reflexe kommen. Ich denke, man kann bei dieser Konstellation nicht pauschal gegen Demonstranten sein, die ihre Meinung sagen. Solche Äußerungen sprechen entweder für Dummheit, Ahnungslosigkeit oder sind Ausdruck hemmungsloser Demagogie oder versteckter Sympathie für rechte Demagogen. Aus dem Vorhergesagten ergibt sich zwingend nur folgender Schluss: Um den rassistischen, nationalistischen, neofaschistischen, ausländerfeindlichen Spuk auf unseren Straßen zu beenden, geht es nicht um Können, sondern es geht um Wollen. Und am Wollen hapert es bei den Polizeipräsidenten von Dresden bis Düsseldorf, den Innenministerinnen des Bundes und der Länder, den diversen Verfassungsrichterinnen, den Politikerinnen zahlreicher bürgerlicher Parteien auf Bundes-, Landes- und kommunalpolitischer Ebene. Sie alle wollen sich nicht aus dem Fenster gegen rechts legen. Sie alle würden sich ja selbst ins eigene Knie schießen. Denn ausländerfeindliche Politik ist längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Für meine Organisation, für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, sage ich klar und eindeutig: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Diese unsere Losung gewinnt vor dem Hintergrund des 70. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai dieses Jahres bedrückende Aktualität. 12 Jahre, von 1933 bis 1945, hat die Düsseldorfer Polizei als bereitwilliger Helfershelfer der Faschisten deren Verbrechen mitgetragen. Die wenigen Überlebenden der zahllosen im damaligen Polizeipräsidium in der Mühlenstraße inhaftierten Antifaschistinnen können davon beredtes Zeugnis ablegen. Daran ändert auch nichts der Versuch des damaligen Polizeipräsidenten Jürgens, 1945 die Stadt kampflos den US-amerikanischen Truppen zu übergeben. Das war ein Zeitpunkt, als der faschistische Raubkrieg nicht mehr zu gewinnen war. Die alte Losung der internationalen Brigaden, die in Spanien 36 gegen den faschistischen Putschgeneral Franco kämpften, gewinnt heute und hier neue Aktualität. No pasarán, lasst sie nicht durch. Für diese Politganoven und ihre heimlichen Sympathisanten in den bürgerlichen Parteien, in den Medien und in den Gerichten ist in Düsseldorf kein Platz. Wir rufen den Neonazis und ihrem Fußvolk zu: Haut ab! Der uns als Dortmunder Polizeipräsident hinlänglich bekannte Herr Wesseler sollte auch hier in Düsseldorf seinen Koffer packen. Danke. Ja, vielen Dank, Jürgen.
Ja, ich denke, dem gibt es kaum noch was hinzuzufügen. Wir haben ja verschiedene Redebeiträge auf einem sehr breiten Bündnis heute gehört und in eigener Sache, vor 10 Wochen hat es dieses Bündnis noch nicht gegeben und seitdem ist ganz viel passiert in dieser Stadt. Es gibt Internetseiten, es gibt diverse Lautsprecheranlagen, es wird Geld gesammelt. Ganz viele Leute, die vielleicht letzten Jahre gar nicht so viel zusammen gemacht haben, machen was zusammen. Das relativ unkompliziert und sehr gut. Dafür wollte ich mich bei euch nochmal ganz persönlich bedanken, dass es dieses Bündnis gibt und dass wir es geschafft haben, in dieser Stadt das alles auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an euch, die ihr jeden Montag das mitorganisiert, Donnerstag oder die ganze Woche über Kundgebung anmeldet und so weiter. Und dann vielleicht noch eine Sache. Es gab mal einen Oberbürgermeister in dieser Stadt, den hat das Thema Wohnungsnot gar nicht interessiert, obwohl viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gesagt haben, das ist echt eines der brennendsten Themen. Dieser Mann ist nicht mehr im Amt. Es gibt jetzt einen Polizeipräsidenten, der sagt, naja, das mit Pegida, das interessiert ja gar keinen. Schauen wir, wie lange er noch im Amt bleibt. Wir sehen uns Montag auf der Straße.